Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass wir darüber noch mal sehr intensiv im Ausschuss diskutieren sollten, was sozusagen die Bedarfe für ein Gesetz sind. Offenbar gab es jetzt im Rahmen der Landesbauordnung und der dortigen Beratung kam das Thema noch mal auf. Insofern sollten wir uns das, glaube ich, noch mal sehr intensiv anschauen. Nichtsdestotrotz finde ich immer, dass man, wenn man ein Gesetz machen will, man ja erstmal einen Bedarf klären muss. Insofern ist das für mich der erste Schritt, dass wir gucken müssen, haben wir hier diesen Regelungsbedarf, ja oder nein? Und es ist gerade ja schon gesagt worden, dass nach der Love Parade-Katastrophe in Duisburg ja eine Projektgruppe eingesetzt dabei waren, die eben im Jahr 2012, Herr Siefecke hat uns das gerade gezeigt, den Orientierungsrahmen ja vorgelegt haben. Und dieser Orientierungsrahmen gibt ja auch ein paar Sachen vor oder empfiehlt sie. Also der Orientierungsrahmen sagt, dass es einen zentralen Ansprechpartner geben soll für die Abstimmungs- und Genehmigungsprozesse bei Großveranstaltungen. Und dieser Orientierungsrahmen sagt auch, dass man zum Beispiel ein Koordinierungsgremium einberufen sollte, um Sicherheitskonzepte frühzeitig zu prüfen und sich mit dem Veranstalter abzustimmen. Insofern haben wir da schon einiges. Also es ist nicht so, dass wir hier bei null starten würden. Und ich glaube auch, dass wir noch mal sehr genau prüfen und diskutieren sollten, welche weiteren Fragestellungen sich bei so einem Gesetz auftun würden. Also mir fällt als erste Frage ganz spontan ein, oder so spontan ist es jetzt nicht, das stimmt, aber beim Lesen des Antrags, die Frage der Definition. Also wann fängt eigentlich eine Großveranstaltung an? Wie definieren wir Großveranstaltung rechtssicher? Es gibt auch im Orientierungsrahmen ja eine Definition. Nur wenn sie im Gesetz steht, muss sie natürlich entsprechend auch rechtssicher definiert sein. Also ist zum Beispiel der St. Martins-Umzug eine Großveranstaltung oder der Schützenumzug? Oder reden wir erst bei der Silvesterfeierlichkeit in einer Stadt über eine Großveranstaltung? Wir hatten das Thema Veranstaltung im Rahmen von Silvester ja in Köln als Thema bei der letzten Silvesternacht. Da ist es ja als Veranstaltung dann durch die Stadt angemeldet worden. Aber das sind so Fragen, die sich dann ergeben, die natürlich auch Probleme mit sich bringen, wenn wir über ein Gesetz und eine Definition sprechen. Und ich glaube auch die Frage, wer trägt eigentlich die Kosten oder auch die Haftungsfrage, sind so Fragen, die man dann im Rahmen eines Gesetzes diskutieren müsste. Insofern ist es sicherlich noch mal eine spannende Diskussion. Nur, was ich glaube, was auch hier Konsens ist, so ein Gesetz dürfte auf keinen Fall dazu führen, dass die Hürden so hochgelegt werden, dass Veranstaltungen vor Ort nicht mehr durchgeführt werden können. Und das ist ja die Gefahr, die ich zumindest bei so einem Vorhaben sehen würde. Und ich glaube, deshalb lohnt sich da die Diskussion noch mal rüber. Bei mir gibt es schon noch ein bisschen Skepsis, das hören Sie vielleicht durch, aber ich bin da offen für weitere Beratungen und freue mich auf die Diskussion dazu im Ausschuss. Vielen Dank.